In 3 Runden ist es soweit. Dann können wir hier einen Shangsha in dem Raumhafen, den ihr nördlich der Stadt seht, das erste Projekt der Mission Mars auf unserer Seite in Auftrag geben. Wissenschaftssieg. Wer schafft ihn als erstes bei Civilization 6? Das ist der große Wettbewerb zwischen Piero Parker und mir, Writing Bull. In 2 getrennten Let's Plays unter ähnlichen Bedingungen tragen wir 2 getrennte Civ 6 Partien aus. Und wer als erstes den Wissenschaftssieg schafft, die Kolonisierung des Mondes, der hat gewonnen. Weit in der Moderne, im Atomzeitalter sind wir mittlerweile. In Kürze zumindest, Kernspaltung. Schaut mal links oben, das ist der Fortschritt, den wir uns gleich holen werden. Schaut auch mal rechts unten in den Stadtbildschirm, Shangsha. 231 Produktionspunkte pro Runde. Das ist schon eine ganze Menge. Dann haben wir noch in der Nachbarschaft 2 andere Raumhäfen, die so um die 120, 130 Produktionspunkte bringen. Für die 3 letzten Projekte, die wir dann ungefähr zeitgleich realisieren wollen. Unser Speer, der vollautomatisch unterwegs ist. Eine Runde weiter, hoffentlich wird er nicht versenkt. Wie viele haben wir noch? 2, 3? 2 oder 3 noch. Wir werden schon wieder denunziert. Wir haben ihm doch kürzlich noch Geschenke gemacht. Ach so, weil wir eine Stadt... Komm, er hat den Amerikanern Städte geraubt und glaubt nun, dass wir sie besetzt halten würden. Unverschämtheit. Nur weil wir dem Räuber seine Diebesware wieder entreißen, sind wir nicht, noch lange nicht mit ihm auf einer Stufe. Wir halten uns natürlich für was Besseres. Oh oh. Oh oh. Oh je, oh je. Transportschiffe beschießen. Wie kann man nur? Bringt aber nicht allzu viel. Inspiration. Die Entwicklung von Atomwaffen wird die bewaffneten Konflikte auf der Welt für immer verändern. Und das nicht unbedingt zum Guten, sage ich mal. Ein Bonus für Kalter Krieg, für die Ausrichtung. Wenn das mit dem nuklearen Wettrüsten so weitergeht, wird es nur die Trümmer erschüttern. Und die Ressource Uran jetzt frei und... Wir können jetzt das Manhattan-Projekt absolvieren. Grundkosten 100 Produktion, 1000 Produktion. Dann könnten wir zum Beispiel eine Nuklearwaffe, eine einfache Atombombe bauen. Lassen wir mal weg. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, weg damit. Uranressourcen sind aber frei. Und jetzt haben wir uns doch ein bisschen verkalkuliert. Der Kalte Krieg braucht noch 2 Runden. Dann können wir diese coolen Karten uns holen und können auch weiter zur nächsten Ausrichtung, die fürs Weltraumrennen so gut ist, hin. Wir können immer noch nicht modernisieren, noch immer nicht automatisieren. Ziehe ich erstmal raus und klicke jetzt auf. Mensch. 1 hoch. Ist jetzt Automatisierung möglich? Nein. Ist jetzt Automatisierung möglich? Nein. Und jetzt? Die KI muss an die Patschhand genommen werden. Jetzt haben wir einen Casus Belli für einen Expansionskrieg gegen Gilgamesh. Okay. Und Uranvorkommen gleich 2. Nein, doch nicht etwa unter dem Ruhrgebiet. Nein, das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Wir haben das Ruhrgebiet, das Weltwunder, direkt auf ein Uranvorkommen gesetzt. Ist damit auch angeschlossen, aber... Ich dachte immer normalerweise im Ruhrgebiet, da würde Kohle gewonnen werden und Stahl geschmiedet. Aber da muss die Geschichte des Ruhrgebietes neu geschrieben werden. In Wahrheit ist das Zentrum des Uranbergbaus. Wer hätte das gedacht? Und das zweite Vorkommen, wo ist das? Hier. Ach, direkt neben Maikop. Da könnten wir doch dann gleich auch mal einen... Jo, wie es hier strahlt. Grünlich wabert. Ich weiß, Radioaktivität ist unsichtbar, nichtsdestotrotz tödlich. Aber im Spiel, bei Civ, ist Radioaktivität immer ein grünlicher Waber. Puteoli. Bank bauen. Ja, kann man machen. Großer Leuchtturm.
Ich hatte schon gedacht, er bringt uns einen weiteren Händler, aber dem ist nicht so. Also langsam, das ist ja die einzige Einfahrtsfront auf dem Seeweg für Feinde von uns. Wie wäre es mit einem einfachen Schiff, das wir da mal bauen könnten? Zum Beispiel einen Zerstörer. Machen wir. Bevor ich das mache, gucke ich mal kurz. Händler können wir auch woanders bauen. Ja, das können wir nur hier machen. Das machen wir. Kriegsschiff 7 Runden. Zerstörer 9, der bringt Marine-Nahkampfeinheit 80 Nahkampfstärke, Kriegsschiff-Fernkampfstärke 70 in der Stadt positioniert. Scheint mir cleverer zu sein. Machen wir. Und gibt sogar Deckung gegen Atomschläge. Ui. Ravenna. So, hier ist jetzt mal wirklich alles gebaut. Kraftwerk gebaut, dann können wir hier als nächstes tatsächlich den angebauten Händler zu Ende bauen, der uns jetzt freigeschaltet wurde. Wie sieht das mit Gesandten aus? Ich habe ja immer Schiss, dass wir irgendwelche Gesandten vergessen haben zu platzieren. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Nein, alles in Ordnung. Chengdu. Uni jetzt macht keinen Sinn mehr. Schreien wäre schon eher eine Möglichkeit. Banken. Lager, um einen weiteren Händler freizuschalten. Dank des Stadtstaatenbonus, den wir bekommen, durch Karthago. Jedes Lager bringt eine Handelsroute extra. Und das ist nur 3 Runden absolviert. Ja, warum denn nicht? Machen wir. Und es ist vollkommen gleich, wo wir es hinstellen. Da schnell ist doch direkt hier hin. Wisst ihr, was mich auch interessiert? Wir haben so viele Unterhaltungskomplexe und Arenen und Zoos und Stadien gebaut. Wie sieht es denn mit dem Stadtstatus aus? Alle sind glücklich. Nein. Unter der weisen Herrschaft von Königin Tomyris und ihrem Mastermind Writing Bull sind alle Sküten glücklich. Wow. Schaut euch das mal an. Und teilweise überglücklich sogar. Wahnsinn. Trotzdem die Wachstumsrate gesenkt. Ihr wisst ja warum. Weil wir nicht mehr überall auf Kanalisationen bauen und neue Wohnviertel, sondern lieber darauf setzen, dass wir uns darauf konzentrieren, dass alle glücklich sind, vor allem die in den Städten hier unten, in den Industriestädten. Mal gucken, was das bewirkt. Glücklich bringt plus 10 Bevölkerungswachstum, ja, haha, aber das ist schon interessanter, plus 5% Nicht-Nahrungserträge, also auch Produktion und Kultur und Forschung. So, Handelszentrum ist fertig, Hafen ist auch schon fertig, Lager bauen, 23 Runden, das dauert aber sehr lange. Das dauert sogar verflixt lange. Da haben wir herzlich wenig von, dann lieber einen Markt schnell hingeknallt. Scheint mir sinnvoller zu sein. So, und in unserer Hauptraumindustrie, Raumfahrtindustriestadt in Changsha. Ja, so viele haben wir nicht hier mit. Wir haben hier noch einen mit einem, der einen Dreier bringt. Hier Dreierproduktion. Drei noch. Nur drei im Augenblick. Bringt plus 4 Gold. Der bringt plus 6 Gold und der plus 5. Modernisierung entfernen bei Rom. Wenn wir gleich eine Aufforstung betreiben und ein Sägewerk bauen, dasselbe auch hier. Blick auf die Stadt. Das sieht natürlich ein bisschen drüber jetzt aus. Unser Spion in Pokrovka. Kann es sein, dass wir den gerade bekommen haben, weil wir in das Atomzeitalter gewechselt sind?
sie den dadurch geschenkt bekommen haben. Informationszeitalter sind wir noch nicht. Im Atomzeitalter waren wir schon. Bin mir nicht ganz sicher. Ah nein, der hatte die Mission, hier in Pokrovka Gegenspionage zu betreiben. Und sollte das weiterhin machen. Und das Stadtzentrum beschützen. Ja, das mache ich mal. So, Stadtstaatenquest abgeschlossen. Oh, in Hongkong, einen weiteren. Das ist ja cool. Das ist der Stadtstaat. Leider steht mal wieder nicht dran, wofür wir den bekommen haben. Der uns diesen coolen Bonus hier gibt. Plus 20% Produktion für alle Stadtprojekte. Das freut mich sehr. Und wir Sküter haben einen Zweiervorsprung. Wann kommen die nächsten Gesandten? Bald. Sehr cool. Drei neue Gesandte in sechs Runden. Sechs, sieben Runden. Sehr schön. Ressourcen für Uran entdeckt, ja. Weiterer Handelsweg, alles klar. Wohnraum benötigt, wissen wir Bescheid. Und jetzt werden wir einen fetten technologischen Durchbruch haben und das gleich in zwei. In zwei Forschungsgebieten. Nämlich sowohl bei den Naturwissenschaften als auch bei den kulturellen Ausrichtungen. Sowohl die Satellitentechnologie als auch den Kalten Krieg. Und mit der Satellitentechnologie holen wir uns die Möglichkeit, den Mondlandungsstart als Projekt durchzuführen. Woanders noch mittelalterliche Truppen gegeneinander kämpfen. Ritter versus irgendwelche Schwertkämpfer. Aber wir haben ja übernächste Schritt, als Mondlandung, der Mondlandungsstart. Es ist der überübernächste. Der erste ist Raumhafen, der zweite ist Satelliten ins All, der dritte ist Mondlandungsstart und der vierte, der Dreier, vierter Schritt, das sind dann die drei Mars-Projekte. Und wir sind jetzt im Informationszeitalter angelangt. Puh. Inspiration für das Weltraumrennen, für die Ausrichtung. Im Moment sausen 31 Satelliten um die Welt, die nichts Besseres zu tun haben, als dir zu helfen, den Weg zum Supermarkt zu finden. Das war ein alter Text. Der war bevor das Internet das ermöglichte, dass man sich jederzeit Lebensmittellieferungen zukommen lassen kann, ohne noch nicht mal zum Telefonhörer greifen zu müssen, sondern nur mal kurz ein paar Klicks zu machen auf einem Bildschirm. Mondlandungsstart, mechanisierte Infanterie, okay. Der Kalte Krieg taut nicht auf. Er brennt mit tödlicher Hitze. So, und jetzt wird's interessant. Denn. Das hier, Eindämmung. Das holen wir uns jetzt. Wir haben im Augenblick. Jeder Gesandte zählt als zwei Gesandte, wenn dessen Suzerän eine andere Regierungsform hat. Das ist die Frage, ob das so viel bringt. Wir haben jetzt die Kanonenboot-Diplomatie. Also eine Jokerplätze will ich nicht ausgeben. Plus 4 Einflusspunkte pro Runde ist wichtiger. Denn wir konzentrieren uns ja schon sehr stark auf die drei Stadtstaaten Karthago, Toronto und Hongkong und deren Suzerän-Boni. Handelsroute pro Lager, regionale Effekte, drei Felder. Dazu 9 statt 6 bei Industrie- und Unterhaltungskomplexen und plus 20% Produktion bei den Projekten. Karthago, Toronto, Hongkong. Und wir müssen also bei gleich drei Stadtstaaten immer wieder neue Gesandte nachschießen, damit wir diese drei Boni verteidigen können. Dafür brauche ich die 4 Einflusspunkte pro Runde. Wir erzeugen im Augenblick zwar eine ganze Menge, aber ich will lieber die verteidigen, wo ich souverän bin, als woanders, wo ich nicht souverän bin, neue Gesandte dazu zu gewinnen. Das war's. Lassen wir sein, muss nicht sein. Ade. Neue Forschung wählen. Das ist das erste Mars-Projekt. Und plus 1 Produktion für Weide. Mars-Besiedlungsstart. Danach kommt die Kernfusion. Danach die Nanotechnologie. Oh.
Irgendwo anders was Cooles, was wir vorher dringend bräuchten? Sehe ich im Moment nicht. Plastik für Bohrinseln. Mehr Nahrung durch Fischerboote haben wir kaum. Plus 1 Gold für Lager, wird ein paar bringen, aber okay, Mensch. Hier unten ist die Robotertechnik. Und danach können wir gleich mit der Kernfusion weitermachen. Über die Lasertechnologie. Also um Forschungsboni müssen wir uns echt keine Sorge mehr machen. Ich check nachher nochmal, wenn ich dran... Ich check doch nochmal die Regierungsformen, ob wir was haben, was uns mehr Industrie bringt. Weil hier die Wissenschaft durch die Campusbezirksgebäude, die sind mir... Das ist jetzt völlig egal, dass wir die 560 Forschungspunkte haben. Das juckt mich nicht. Wir brauchen Industrie. Gibt es hier irgendwas mehr Produktion für Lagerbezirke? Na, brauchen wir auch... Ja, vielleicht mehr Handelsrouten dadurch, wenn wir jetzt überall Lager bauen. Das wäre eine Möglichkeit, Veteranenstatus. Wenn wir jetzt viele Lagerbezirke bauen, um viele neue Handelsressourcen zu bekommen, das könnte Sinn machen. So, alle anderen mal gecheckt. Wie ist das mit den... Ja, wir könnten natürlich hier mehr Gesandte die Eindämmungskarte ausspielen. Mehr Gold... Aber wir halten das Gold ja im Augenblick ziemlich zusammen, eher für einen Notfall, falls wir mal einen Krieg haben mit den Sumerern zum Beispiel. Aber das wäre eine Möglichkeit, mehr Gold statt mehr Forschung, also Forschung ist echt Quark im Augenblick. Mehr Produktion für Wunder brauchen wir nicht. Handwerker brauchen wir im Augenblick auch nicht. Gold für jedes Forschungslabor. Und für jedes Kraftwerk, das wird viel bringen. Das würde sehr viel Gold einbringen. Was haben wir sonst? Nein, die sind eh unwichtig, haben wir schon oft diskutiert. So können wir es lassen. So machen wir das, glaube ich. Das bringt Industrie, das bringt Nahrung, Annehmlichkeiten, das bringt Gold. Hier oben lassen wir ohnehin. Genauso machen wir das. Und die billigeren Lager, war das eine Militärkarte? Ja, das war eine Militärkarte. Das heißt, wir können hier draufsetzen. Die ist ja nur für den Kampf. Weniger Kampfstärke, Reduktion. So haben wir es jetzt. Lager werden schneller gebaut. Und statt, wir werden weniger Forschung haben, aber mehr Gold. Und zwar deutlich mehr Gold. 4 für jedes Kraftwerk und jedes Forschungslabor. Das ist schon heftig. Also 560 Forschung wird weniger und statt 252 Gold werden wir gleich einen tüchtigen Sprung haben. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis das Interface. 307 Gold und nur 426 Forschung. Alles klar. Und wir haben in Longxi den ersten Raumhafen. Er ist fertig, der erste Raumhafen. Hier unten steht er. Der Raumhafen von Longxi. Und jetzt ist die Frage. Nun ziehen wir hier den Erdsatellitenstart durch. 11 Runden? Nein, Sir, das machen wir nicht. Das bringt Gold, das bringt Glauben, das bringt Wissenschaft. Nein. Weil wir haben in einer Runde hier in Changsha Longxi 114 Produktion, Changsha 240. Wir ziehen natürlich hier den Erdsatellitenstart durch. Ganz klar. Der Raumhafen ist also in Reserve. Der ist für die Marslandungsprojekte. Alles wieder hoch. Und jetzt die Frage, ist eines der Wunder hier interessant für uns? Alle Geländefelder plus 2 Anziehungskraft, dann hätten wir womöglich mehr Wohnraum. Nee, brauchen wir alles nicht. Wohnviertel. Wollen wir, dass die Stadt noch größer wird? Wollen wir einen weiteren Händler? Handelszentrum. Ein Wunder.
Schonraum noch möglich. Können wir noch ein Geländefeld dazu kaufen oder ins Holen? Ja, können wir. Können wir. Wir können hier ein Handelszentrum hinsetzen zum Beispiel. Oder wir können... Gibt es noch coole Minenfelder irgendwo? Ja, hier könnten wir welche den Kollegen wegschnappen. Da haben wir natürlich keinen Bock drauf. Das ist zu dicht an Xi'an dran. Das hier können wir uns holen. Und können dann da entweder ein Sägewerk hinsetzen. Da kann man ein Sägewerk hinsetzen. In der Tat. Das bringt vermutlich mehr. Oder ein Handelszentrum. Das Handelszentrum, da könnten wir dann sofort einen Händler haben. Der wird die ganze Zeit plus 3 Produktion bringen. Für wen auch immer. Und das wäre wahrscheinlich mehr, als wir im Sägewerk holen würden. Weil durch das andere hätten wir außerdem noch Nahrung. Genau, wir setzen hier ein... Wir setzen hier ein Sägewerk hin. Wir setzen hier ein Handelszentrum hin. Lager können wir später auch noch bauen. Das wird auch mehr bringen. Vielleicht auch das Reisfeld hier oder wo auch immer. Auf jeden Fall hier kommt ein Handelszentrum hin. Auf der anderen Seite entsteht, glaube ich, auch ein Handelszentrum. Die unterstützen sich gegenseitig. Und hier, Markt in das Handelszentrum gesetzt, Kraftwerk, das ist wichtiger. Hier entsteht das Kraftwerk, das für die Nachbarstädte, die Raumfahrtstädte, auch denen einiges bringt. So, den können wir jetzt endlich wieder automatisieren, so ist es gut. Können wir den jetzt automatisieren? Na endlich. Wir automatisieren ihn. Was das Erste, was er macht? Heilt er sich? Nö. Stattdessen zieht er direkt neben den Barbaren. Unfassbar. Unfassbar. Da hat es ein bisschen geruckelt im Programm. Aber der Rechner muss auch richtig rackern hier, weil ich auch die Aufzeichnungssoftware hier laufen lassen, das alles mitschneide. Das ist schon anstrengend. Aufforsten. Aufforsten. Hier ist schon aufgeforstet. Sägewerk. Dann liegt nach Shangsha rein. Haben wir den hier oben aufgegeben? Das ist ja nicht schlimm. Longxi. Ich tendiere dazu, Shangsha zu fördern. Schwer. Das ist eine schwere Entscheidung. Das ist jetzt echt, echt knifflig, weil das erste Projekt hier, Erdsatellitenstart, 1500 Produktion. Erst wenn das fertig ist, Mondlandungsstart, 2,5 an Produktion, dann die drei, die alle 3000 kosten. Pardon. Der hier und der Mars-Reaktor-Start, Mars-Hydrokultur-Start und wie gesagt, Mars-Besiedlung-Start. Jetzt, und die sind ziemlich lang unterwegs, die Händler. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich gucken. Ein 3000er-Projekt. Wie lange wird das hier durchlaufen? Das würde durchlaufen 20 Runden nach jetzigem Stand. Und hier vermutlich auch. Hier ist wie viel Produktion? 137. 114 ist die wenigste Produktion. Also zumindest sollten die beiden etwa gleich auf sein hier. Sonst hinkt einer hinterher. Also packen wir uns den hier und machen das tatsächlich an Ort und Stelle. Wir geben ihm, New York ist weit weg, 5,4, Baltimore 6,4. Irgendeinen Produktionsvierer würde ich ihm auf jeden Fall gerne geben. Und die zweite Aluminiummine.
Weil wenn die beiden nicht gleich auf sind da unten, die beiden etwas unwichtigeren, brauchen wir den Boost nicht beim Weltraumrennen. Doch, wir haben ihn, baut einen Raumhafenbezirk. Okay, und hier werden wir die Karte bekommen, plus 15% Produktion für Weltraumrennprojekte. Denn wenn wir die beiden etwas schwächeren Raumfahrtstädte unten, wenn wir die nicht gleich produktiv haben und einer hinkt hinterher, das wäre irgendwie Quark. Also wir haben jetzt die dicke Stadt. Boah, wie der sich aufregt. Er denunziert uns. Ja, weil wir jede Menge Luxusgüter haben, die er gerne hätte. Das ist seine Agenda, das kann ich nicht ändern. Wir haben 2500 Gold auf der hohen Kante. Ich gebe so gerne Gold aus, statt es zu horten. Ich bin kein Sammler, aber es gibt zu viele Dinge im Augenblick, die wir uns durch Gold nicht kaufen können. Hui, klingt das romantisch. Schreibt euch das in euer Poesiealbum. Man kann nicht alles kaufen. Zumindest keine Bezirke und keine Projekte. Passyrik. Zoo abgeschlossen. Das ist cool. Noch mehr Gold. Was? Plus 2 Annehmlichkeiten in jeder Stadt der eigenen Zivilisation? Das ist ja ein Ding. Kostet 36 Runden. Uiuiui. Wie hübsch. Wie viel Produktion haben wir hier? 79. Das sollte doch reichen eigentlich. Hier haben wir 92. Hier können wir den nicht bauen, weil kein Stadion da ist. Hier haben wir doch... Hier ist, glaube ich, ein Stadion. Ist in einer Runde fertig. Produktion 74. Das ist weniger. Also das ist ein cooles Weltwunder, aber das dauert mir zu lange. Wenn wir hier komplett auf Produktion gehen, haben wir schon. Handwerker runterschicken. Händler. Händler macht definitiv Sinn. Bank würde auch Sinn machen. Händler ist wichtiger. Alles ganz schnell einen Händler produzieren und haben wir denn hier oben schon ein Lager in Passyrik? Bevölkerung reicht nicht aus. Na dann. Ravenna. Ja, hier können wir gar nichts machen. Noch ein Händler. Jede Menge Häfen sind ja, glaube ich, oder Handelsgebäude oder Lager, Handelszentren oder Lager fertig geworden. Hier können wir jetzt Kasernen bauen und Stallungen können wir bauen, Waffenkammer und Militärakademien. Lassen wir aber alles weg. In Chengdu können wir auch hier einen Händler bauen. Nein, das reicht mittlerweile. Einen einzelnen Handwerker, um hier unten was zu machen. Nee. Brauchen wir nicht kurzfristig. Uni brauchen wir erst recht nicht. Schrein. Nehmen wir den Schrein mal mit. Raumhafen abgeschlossen. Und jetzt gehen wir in Auftrag. Den ersten Schritt. Das erste Projekt für die Raumfahrt, das wir überhaupt haben. Den Start eines Erdsatelliten. In nur 5 Runden fertig. In 5 Runden starten wir unseren ersten Erdsatelliten. Ich kann es kaum erwarten. Das ist ein Moment, finde ich, wo man Feuerzeuge schwenken könnte und den Weihnachtsbaum abfackeln kann. Freut euch drauf. Und nie vergessen, Feuerlöscher bereithalten für den Fall der Fälle, dass Piropaka reinfuscht in unsere Partie und einen gemeinsamen mit seinem Team Piro, einen gemeinen Sabotage- und Spioneinsatz durchführt. Spione gibt es nicht nur zwischen den verschiedenen KI-Ziffs hier, sondern ich glaube auch Piropaka setzt bisweilen Spione ein.